So, hallo, herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Apropos Unfall, das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Aber die Urlaubsplanung ist ja schon wieder verrückt hier. Hä? Übrigens bin ich hier am Montag früh auf der Arbeit angekommen. Also, deine Themen. Pass auf, ich habe letztens festgestellt, warum das eigentlich so ist, warum ich immer vom Thema zum nächsten springe. Ich erzähle was. Und wegen von dran machen, danke. Okay. Ich erzähle irgendeinen Scheiß, ja, und bin aber schon in Gedanken schon wieder beim nächsten Thema. Währenddessen ich rede. Oder beim letzten. Oder beim letzten. Und führst auch gerne nichts zu Ende. Genau, korrekt. Deswegen wirkt das manchmal ein bisschen planlos, das Ganze, was es auch teilweise ist. Aber es gibt einen Plan, einen Masterplan. So. Den wissen wir. Bin ich am Montag, weil du mir auch mal ins Wort fällst, dann klappt das nämlich immer nicht. Laber da nicht. Du bist jedenfalls kommen wir hier am Montag an. Mitarbeiter 1 krank, Mitarbeiter 2 krank. Mach aus 3 in einem Bereich, machst du 1. Und dann da komme ich wieder rein und denke so, Mensch, hier ist aber kalt. Heizung ausgefallen übers Wochenende. In die Fritten und die ganze Bude ausgekühlt. Es war echt grandios wieder. Also wer Heizung ausgefallen, Déjà-vu, wer kennt's? Haken ab, Step. Es ist ja einfach so kalt wie draußen. Also es war einfach komplett kalt auf einmal. Die Heizung ist kalt, obwohl sie auf 5 steht. Scheiße, es ist kalt hier drin. Aber der liebe John hat die Heizung irgendwie repariert, Öl aufgetankt und jetzt geht sie wieder. Apropos, ich habe letztens, komm mal mit, das muss ich euch mal zeigen. Kommt mal mit. Apropos. Weil die Lisa sich gerade einen Kinderriegel reinschiebt, ja? Netterweise wurde uns Kinderriegel geschickt, ja? Das hier war in Return drin, ja? Hallorenkugel und nochmal komplette Kiste fuck up. Geil. Also nächstes Jahr machen wir hier bei, wo ist das, bei RTL2, ich muss abspecken.de, machen wir mit. Die ganze DAG ist dann im Abspeckcamp, weil wir dann irgendwie zu fett geworden sind, wahrscheinlich. Stimmt's, Lisa? Stimmt. Das, was ich abgenommen habe, hast du jetzt auf die Hüften. Das kann gar nicht sein, das ist Muskulatur, Junge. Wir machen nämlich wieder Sport jetzt. Geht wieder los. Kiefermuskulatur. Kiefermuskulatur vom Quatschen, vom Vielen. So, und Essen. Das hättest du nie erklären müssen, das ergibt sich. So ein Gag, es wird scheiße, wenn man den erklärt. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das eine gute Idee ist, wenn die Lisa mal dabei ist. Es gibt bald noch mal ein paar Retouren, weil die Lisa sich gerade über die Pullover besperrt hat, dass wir die gleichen anhaben. Das sieht jetzt relativ viel aus. Das ist es irgendwie gefühlt, aber leider nicht. Wir haben das mal kurz durchgezählt. Also wir haben da noch roundabout 60 Hoodies mit der Aufschrift Kunde. Und so roundabout 50 Crewnecks mit Kunde und MKL. Auch noch ein paar Rester hier drüben. Da ist aber wirklich auch gähnende Leere. Wie kommt das jetzt zustande? Das sind zum Teil Retouren und auch zum Teil, die nie bezahlt haben. Deswegen haben wir auch noch ein paar wenige Kunde in Rot. Die werden dann also auch nochmal in den Shop gehen, oder? Et voilà. Tschüss. Ja, Wiedersehen. Wir sehen uns bald wieder. Nö. Nö. Okay, gut, tschüss. Oh, jetzt bin ich mit dem Kind allein. Der Albtraum eines jeden Papas. Alleine mit den Kindern daheim, um Gottes Willen. Auf jeden Fall geht das wahrscheinlich Richtung Februar nochmal in den Shop dann rein, oder? Ja. Die Restbeständer. Wie gesagt, Restbeständer vor allen Dingen, ne? Das sind vor allen Dingen halt, wie gesagt, oftmals Sachen, die retouren gegangen sind oder wo nie bezahlt wurde. Und doch einige, ne? Vor allem hier. Das alles quasi 16 Leute oder so waren das, glaube ich, die haben bis heute nicht bezahlt, leider. Warum auch immer, vielleicht haben sie es anders überlegt oder irgend sowas. Das werden wir dann also jetzt stornieren müssen. Guck mal hier, wir haben neue Kundeaufkleber. Guck mal, wie das Ding glitzert. Das ist richtig krass, ja. Das ist wild. Das ist noch krasser als der erste. Ja. Hier, warst du das? Was war ich? Nö. Nein. An deinem Gesicht sehe ich, dass das gelogen ist. Nein, das war ich nicht. Wir haben die jetzt auch übrigens in Gold. Nee, auf jeden Fall gibt es jetzt die Aufkleber Kunde in Chrom wieder, in Gold diesmal. Schwarz und Weiß, ne? Mhm. Haben wir nochmal ein paar ordern lassen, weil viele ja gerne noch in gehabt hätten, aber wir leider keine mehr hatten. Jetzt ab sofort sind dann auch wieder welche im Shop drin. Stimmt's, Julian? Genau, so. So, also, was haben wir hier? Ich glaube, das ist auch 2019. 2020er, 21er Skoda Octavia RS. 2 Liter TDI als Allrad. Stimmt, Stefan? Jo. Jo. Oh, oh, oh. Was denn? Mm. Ja, ho, ho, oh. Damit du auch noch mal weißt, was los ist, ne? Ganz ehrlich, da kannst du sagen, was du willst, ne? Das ist ja so ein China-Ebay-Ding. Oh, das wusste ich gar nicht. Naja, doch, Bentley-mäßig. Aber was weiß ich, was ist das? Oh, das ist aber... Was? Jetzt steht 13. Das ist ja geisteskrank. Das hat der Vorbesitzer auch nie gewusst, glaube ich. Wo? Ist nicht dein Ernst. Dort. Ja, beim Superb aber nur. Ach so. Ja. Na,
Jetzt gehen wir gleich gucken, ob es noch mehr gibt. Da gehen wir jetzt gleich mal gucken, ob es da noch mehr gibt, Kunde. Doch, hier ist auch was. Ei! Das ist der Regenschirm. Kunde, das ist aber schon, ne? Das ist schon ein bisschen cool. Kostet das Auto gleich 3.000 Euro mehr. Das kostet gleich 3 Scheine mehr. Es ist schon cool, wirklich. Die Felge aber, ist ein bisschen hast langweilig. Hast du mal das Armaturenbrett gezeigt? Das sieht ja schick aus. Zeig mal. Ich habe in dem Modell ohne gar nicht ist drin gesessen. Ist das normal? Also gehört das dazu? Nee, das Modell hat man doch schon da. Na klar. Na, aber nie als RS, oder? Nee, normal. Das mit dem Alcantara so ist cool, ne? Ganz ehrlich, wenn ja, ich das so schick sehe, was ist denn da bei Volkswagen los? Oh, Mist, das muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Auf dem Beifahrersitz. Warte mal, stimmen wir hier die Kleine hier abstellen? Ich mag ja eigentlich kein Leder. Ja. Aber was ist das jetzt hier? Ich finde das gut. Leisten. Ja, aber guten Morgen, ne? Also, ganz ehrlich jetzt, da haben Volkswagen und Skoda ein bisschen die Rollen getauscht, oder? Irgendwie schon, ja. Wenn ich also mal in so eine Pastete mit Airline-Paket und sowas reingucke, irgendwie maximale Ausstattung, sehe ich das nie so aus. Also das ist schon, das fühlt sich schon echt gut an alles, ne? Willst du deinen Touareg nochmal tauschen? Ich habe keinen Touareg, die Firma hat einen. Ach so. Aber das ist schon echt gut, ne? Das ist so richtig Laser hier gemacht. Das fühlt sich echt gut an. Ne? Nur deswegen hier? Nur, dass du denkst, gut, ja, billige Plastikimitate, aber irgendwie, ich meine, ist vielleicht billiges Plastik, aber gut gemacht. Und dann hier auch schon ein bisschen mit Ambientelicht unten drunter. Die Cleo liegt komplett gelangweilt in ihrem Körbchen drin und guckt. Ah nee, die Folie kannst du nie mehr drauf lassen jetzt. Nee, ich weiß, das hab ich schon gesehen. Hätte es aber eigentlich ganz gut ausgesehen, oder? Nee, ich finde, die ist schon ein bisschen matt. Die ist schon ein bisschen. Ja, ja. Hm. Man kann aber ohne Folie, glaube ich, schon mal ein bisschen aufbereiten, ne? Das geht auch. Ja, gut. Die ist nie gewaschen und nichts, ne? Das ist von der Autobahnfahrt alles dreckig. Ja, aber, du siehst schon einen ganz schönen Unterschied zwischen dem und dem. Ich finde, eine Folie hat nie so den wie ein Lack. Naja, nee, das ja. Ist so, es kommt ne? Natürlich auch auf die Folie drauf an. Okay, man sieht halt, dass die Folie ist. Ne? Ja. Na, wir fanden halt die Beklebung, wie man sehen kann, etwas zu individuell. Und, außerdem stehen doch immer alle auf dieses Nardo-Grau, die Farben, oder wie das heißt. Ja. Das ist Nardo-Grau, oder wie, nee, wie das heißt. Nee, wie das heißt bei Skoda anders. Stil-Grau, irgend sowas. Die drei Farbkombinationen, man hat es dann hier ein bisschen nochmal mit Grau entschärft. Aber die war schon ein bisschen grenzwertig. Ne? Da könnte man nur denken, du bist Edlena. Ne? Ah, Individualist. Wird's gehen? So, am Samstag, ne? Ich war am Samstag ja alleine hier. Da hatte ich so ein paar Kundentermine, so 2, 3, 4 Stück. Und da sitze ich hier alleine quasi. Und das ist natürlich immer ein bisschen speziell, wenn du hier so ganz alleine bist. Normalerweise ist immer ein Backup da. Also sprich noch einer, der mit hilft, aber eben auch krank. So. Und weil eben kein Backup da war, konnte dein Rico nie alle Kunden vom Hof scheuchen. Von das Wesen. Ich habe 3 von 3 gemacht, Kollege. Ja? Gemacht? Gemacht. 3 von 3. Den hier, Kunde, ich saß hier mit dem Kunden, ich schwöre wirklich, ohne Scheiß, auf dieses Auto ist das Ausland durchgedreht. Durchgedreht. Um 10 geht die Telefonanlage an, um 10 saß ich mit dem ersten Kunden am Tisch. Ich sage dir, das hat geklingelt bis zum Abwinken. Ist bis 12 Uhr mittags, bis ich das Ding offline genommen habe, ich sage, jetzt reicht's. Ist das der, wo wir 2 Autos gekauft haben? Ja. Mit Steuer? Das ist ein X3 mit Steuer, 2 Liter Diesel Allrad, Luxury Line, 20er Zulassung, 80 runter, mit Standheizung und so ein Zeug. Eigentlich ein richtig cooles Auto. War wahrscheinlich dann zu günstig, das Ausland, also zumindest fürs Ausland. Deutsche haben da weniger, also deutsche Endkunden haben wenig auch drauf angerufen, aber irgendwas muss das Auto haben. Warum die in Weißrussland, da geht das nämlich hin, durchgedreht sind wegen der Karre. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Ich weiß nicht, ob es die Kombination war mit der Felge, ob die das. Ich meine, sieht ja gut aus, ne? Aber der hat doch auch Kassensitze, oder? Hm? Hatte der nie Kassensitze? Der hat Opa-Sitze. Also der war ja jetzt noch nicht mehr irgendwie voll oder so? Nee, der hat Vollleder, aber dafür hat es das Lenkrad, eine Standheizung, Navi, Professional, also alles gut. Aber es ist wirklich sehr kalt heute hier, wir können heute nie ewig rumrennen. Dann haben selbst dann die Kunden nach dem 5., 6. Mal klingeln gesagt, sag mal, das ist ja irgendwie belastend. Du kannst halt keinen klaren Gedanken fassen, keinen ordentlichen Satz sprechen, weil ständig. Oh. Gottes Willen. Jedenfalls ist das Ding jetzt verkauft, die waren direkt am Montag da. Muss man überlegen. Ein Angestellter einer Firma irgendwie da aus, weiß nicht, 2000 Kilometer Entfernung geführt. Ja, wir kommen am Montag. Montag früh. Samstagmittag haben wir telefoniert, Montag früh um 9 standen die hier. Die sind die ganze Nacht durchgefahren.
Und dann hatte ich einen dran, der meinte irgendwie, er wäre Dimitri und würde das Ding kaufen wollen und bla bla bla. Dann habe ich dann mit denen auch einen Termin ausgemacht für Montag. Dann rief wieder einer an, ja, mein Kollege hat angerufen, ne, wir kommen Montag. Ich so, Moment mal, wo kommst du her? Ja, Weißrussland, bla bla bla, bla komm ich her. Ich so, aber Moment mal, wie ist denn dein Kollege? Heißt der Dimitri? Ja, nee, nee, nix Dimitri, Sergej oder irgend sowas. Und dann musst du halt Hölle aufpassen, habe ich zu den Kunden in dem Moment gesagt. Wenn du Pech hast und du nicht genau nachfragst, weil die sagen immer alle, ja, ja, komm, ich morgen bin ich da. Ja? Wenn du das nicht genau hinterfragst und aufschreibst, wer wie wo angerufen hat mit Telefonnummer und Namen, dann verlierst du den Überblick und auf einmal stehen dann hier zwei da. Mhm. Ja, können sie sich hochbieten. Können sich gegenseitig hochbieten. Ja, wer bietet mehr? Mhm. Nee, ist natürlich nicht unsere Art. Ich habe darauf auch gar keine Lust, dass wir dann hier sitzen und dann sind zwei Kunden auf die Karre da, von sonst wo angereist. Deswegen habe ich denen auch gesagt, sag mir noch mal bitte ganz genau, wie heißt du, woher kommst du und mit wem hast du gesprochen? Und dann haben wir dann festgestellt, der hatte noch gar keinen Termin, sondern der andere hat einen Termin. Die haben es dann auch gekauft. Naja, wie auch immer. So, komm, wir drehen mal eine Runde hier. Den wollen wir jetzt mal fertig machen. Da haben wir ja noch hin und her überlegt, ob wir die Felgen drauf lassen und aufarbeiten oder Originalräder drauf machen. Wir werden wahrscheinlich Originalräder drauf machen. Ne? Haben wir da noch welche, oder? Ja, die Schaufelraddinger haben wir da. Dann drücken wir die paar Dellen raus, die drin sind. Da hat er vorne im Kotflügel eine. Links in der Tür eine. Und ein, zwei kleine Roststellen gehen langsam los an den Türen. Da müssen wir jetzt was machen. Damit fangen wir jetzt mal an und dann machen wir die technische Seite. Und dann kriegt er neue Räder drauf, frischen TÜV und Inspektionen und dann will ich eigentlich gerne damit fahren diesen Sommer. Weil halt sehr praktisch. Ne? Vier Sitze, vier Türen, eine Klimaanlage, perfekt. Ja, ansonsten ist der Januar, muss ich sagen, heute ist ja der 31.01. Was sind mit den Autos hier eigentlich, die hier schon wieder rumoxidieren? Das geht schon so, die kritischen Fragen gehen los, ne? Naja, muss man noch. Die Lisa die ganze Woche nicht da, dann gibt's gleich Zunder. Ich glaube, hier war ein Termin, ist natürlich nie gekommen. Ich glaube, hier ist noch ein Termin. Auch nie gekommen? Auch nie gekommen. Und der da drüben ist verkauft, hat es noch nie in die Verkaufsreihe geschafft. Und auch noch kein Verkaufsschild, Herr Tetzlaff. Es tut mir wahnsinnig leid. Ne? Den einen hatte ich noch vorgestellt. Was mit dem da? Mit welchem? Mit dem schwarzen. Der A4? Hm? Ja, das wissen wir noch nicht genau. Das müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Okay, was weil den Kunden haben sie gesagt, das Ding wäre kurz vor 12, also sprich vor Feierabend, müsste man 4.000, 5.000 Euro. Ach, ist das hier der Clio, den wir verkauft? Genau, richtig. Da müsste man 4.000, 5.000 Euro investieren. Da habe ich zum Mike gesagt, bei der Hereinnahme oder bei der Entzahlungnahmebewertung, ich sage, komm, wir nehmen das Ding mal rein, weil das will ich doch ganz gerne mal wissen, ob das de facto wirklich so ist. Wir machen den jetzt erstmal sauber, weil ich glaube, hier unten sieht es so aus, als würde er gammeln. Ja. Jo. Eigentlich aber untypisch für die Dinger. Aber der hat auch schon 280 gelaufen oder so, ne? 250, 260.000, 3 Liter Diesel, hatten wir aber schon mal erwähnt. Den wollen wir uns mal angucken, machen wir vielleicht ein Video dazu, ob das denn so war, der den Tatsachen entspricht, was die Werkstatt den Kunden erzählt hat und die denn quasi das Auto schlecht gemacht haben oder beziehungsweise schlechter als er ist, was ja gängige Praxis ist, um halt richtig zu kassieren. Das wollen wir uns eben mal angucken. In dem Fall wäre es dann für die nach hinten losgegangen, weil der Kunde dann gesagt hat, na Moment mal, bevor ich jetzt hier irgendwie 4, 5 Scheine versenke, kaufe ich mir lieber ein neues Auto. Das hat er dann am Ende auch gemacht, hat hier noch ein bisschen Kohle mitgenommen, solange das Ding noch vor. Und hat sich dann jetzt einen neuen gezogen. Und wir gucken uns den dann einfach mal an und schauen mal, ob das stimmt, ob das wirklich so teuer sein muss, die Reparatur. Ne, weil irgendwas von 4.000 Euro wurde mir am Telefon erzählt, muss hier investiert werden. Ich meine, das Ding ist aus eigener Kraft hierher gefahren. Mal sehen. VW Phaeton verkauft, kam, sah und siegte, hat sich reingesetzt in das Ding, alles ausprobiert, hat das Video gesehen gehabt. Mal eine blöde Frage. Und fertig. Wünscht sich noch ein paar neue Reifen, weil Ihnen die Petlas auch nicht gefallen. Ist genau zu, was sie zu dem Preis wieder raus, wie er mal eingekommen ist. Aber das ist so ein schlechtes Auto. Mhm. So ein Auto ist eigentlich mittlerweile wirklich ohne Scheiß. Das Ding haben wir ja vor über einem Jahr verkauft. Eigentlich ist ein Investment, das Ding. Ne? Muss man mal so sagen. Weißt du, haben wir hier hinten noch irgendwas Wildes? Was ist denn jetzt mit dem Fünfer, mit dem grünen Fünfer? Mit dem grünen Fünfer? Ne, weiß nicht, den hat der Kollege Lehrling wahrscheinlich einfach so stehen lassen, wie er hier steht. Ja, ne, aber jetzt mal eine richtig dumme Frage. Warum haben wir das Auto übers Wochenende drinnen trocknen lassen? Um es dann wieder draußen hinzustellen? Wegen dem Dach. Und da frage ich mich, warum machen wir alles 30 Mal? Es interessiert halt auch irgendwie einfach keinen. Ich habe das in dem Video gesehen, wie das Auto... Hat sie recht. Weißt du, aber was, ich sag dir so, was ist. Wie das Auto vollgeschneit dastand. Ne, weil ja immer so viele meinen, ich wäre so oft brausen und solchen Bullshit. Ne? Das Problem ist, die Leute kennen uns nie, kennen mich vor allen Dingen nie, nicht mal im Ansatz. Die glauben aber, dass sie ihn kennen, weil sie irgendwie 20 Minuten Videos dreimal die Woche sehen. Dann denken alle, die kennen dich. Die kennen aber nur eine Seite. Vielleicht noch eine andere. Aber es gibt so viele Seiten an den Menschen. So. Und ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, mich darüber endlos aufzuregen. Die Lisa hat dann noch mal mehr Impulsivität. Ne? Die ist ein bisschen jünger und die hat noch mehr Energie für solchen Scheiß.
Ja, weil es eine klare Arbeitsanweisung gibt. Ja, es gibt eine klare Arbeitsanweisung und die wird oftmals einfach, pass auf, ich habe eine klare Arbeitsanweisung an einem Montag ausgegeben, dass Teile nur noch ein gewisser Mitarbeiter bestellen darf oder soll, spezielle Teile. Was passiert einen Tag später? Genau das Gegenteil. Und weißt du, was daraus passiert ist? Wir haben das Teil doppelt so teuer gekauft, als es jetzt alternativ bekommen können. Muss schon mit den Kollegen erklären. Ne? Na los, komm. Da habe ich wirklich ohne Scheiß jetzt, da habe ich keine 2 Minuten gebraucht, um es rauszufinden, dass es das Teil am freien Markt günstiger gibt. Und keine China-Scheiße. Ne? Wenn jetzt wieder, ja, China-Scheiße. Nee, OEM-Gelumbe. OEM-Gelumbe. Einfach nur von den Teillieferanten. Wer hat den einmal hier fallen gelassen? Lisa, habe ich keine Antwort dafür. Was willst du denn dazu? Warum stehst du hier? Ich muss tanken. Du musst tanken? Hm? Echt schon wieder? Strom tanken. Dann müssen wir da mal wegfahren. Ist da gar kein Problem. Hier, ist verkauft. Geht, glaube ich, ins Böhmische, das Ding. Hat der John jetzt noch einen Service gemacht, einen großen. Soweit ich weiß. Und dann geht es los. Ne? Dann haben wir hier Golf, VR6 von der Oma verkauft. Das ist hier eigentlich gewesen. Da hing auch auf der Bühne. Ne? Ewig. Aber da hat doch auch irgendeine Lampe da war geleuchtet. Die ABS-Lampe jetzt angegangen. Okay. Und da war die Vermutung ABS-Steuerblock. Dann hat der Kollege alles auseinandergebaut, auseinandergefriemelt, sauber gemacht, durchgepustet, durchgemessen, bla bla bla. Ergebnis kenne ich jetzt noch nie. Von wegen, altes Auto macht wenig Probleme. Haha, das ist eine Lache. So. Moment, wir müssen mal in den Masterbus reingucken. Bevor wir es den nächsten verkaufen, das Ding. Und dann fährt das, was da drin ist, mit spazieren. Das ist schlimm. Ja, weil die Auris hatte noch ein second part of the deal. So. Guck mal hier rein jetzt. Da waren wir nämlich unterwegs. Jetzt sag ich mal. Warte. Ja! Alter. Das ist zu geil. Was ist denn das hier? Nummernschalthalter? Hast du nie alle Latten am Zaun? Damit hast du dir jetzt selber attestiert, dass du mal basteln gehen musst. Warum? Ja, ganz normal ist es nicht. Wieso ist denn das nie normal? Kunde, dir kann man jeden Schrott andrehen. Ja. Ich stell die Nummer noch mal ein. Brumm, brumm, brumm. Geil, Alter. Ja gut, der ist auch schon ein kleines bisschen gefickt. Alter, das war mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, also sag ich zum Robin, guck dir das Ding bitte genau an. Ne? Und da hast du jetzt aus der Harley noch nie gelernt, oder was? Nee, irgendwie nicht. Ich muss das wahrscheinlich wirklich selber machen, ohne Scheiß. So, können wir jetzt weitermachen? Lass den Schrott hier. Ja, aber ganz ehrlich, pass auf, Ding. Ich will mich kurz rechtfertigen. Warte. Ich will mich kurz rechtfertigen. Nee. Ey! Gut. Pass auf, das Ding gab es beim Auris obendrein. Das war eine Obendreingabe. Ja, gut, okay. Den gab es quasi dazu. Da sage ich doch nicht, nee. Verstehst du? Das ist doch logisch, dass du das nimmst. Da guck doch! Guck doch! Nee, komm, halt die Gusche, komm jetzt. Oh, nee. Nee. Hä? Die ist doch nur neidisch, weil die damit nicht fahren kann. Rasenmäher-Traktor fahren macht nämlich komplett Bock, Kunde. Der Sinn ist, ich habe ja einen Rasenmäher-Traktor oben auf dem anderen Gelände stehen. Das ist irgendwie so 20 Kilometer entfernt. Und hier brauchen wir ja aber auch irgendwie einen. Da hatte ich erst überlegt, den hin und her zu bringen. Das ist aber auch scheiße. Und dann hat mir der Kollege das angeboten, das Ding. Da habe ich gesagt, komm, funktioniert der? Fährt der? Ja, funktioniert, fährt. Ich sage, nehme ich mit. Hä, ist der verkauft? Wer? Mit Schwarz oder mit Lila-Felgen? Den haben wir verkauft, richtig. Das dauerte 3 Tage, war das Ding weg. Mit Lila? Oder? Ich glaube, mit Lila. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das gut. Also ganz ehrlich, sieht gut aus. Ja. Gut. Also, ja. Erst 30 Euro verkauft, ne? An eine junge Dame, da nehmen wir noch einen schönen A3 in Zahlung. Cool. Echt? Ja. Da hat sie mir am Samstag noch eine WhatsApp geschickt, könnte ich ihr vielleicht noch mal ein Bild schicken kann, damit sie sich freuen kann. Da bin ich dann extra noch mal nachmittags hier vorgedüst, habe noch schnell 2 Fotos gemacht und habe dir das geschickt. So, dann haben wir hier den Golf, den haben wir aus der Community gekriegt, ist schon wieder weg. War ein 1,4er Highline oder ja, 1,4er Highline, glaube ich. Boah, mir tun schon die Ohren weh von ja, wir beeilen uns. Der wird jetzt abgeholt, das ist Jörns Auto, auch ein sehr schönes Auto. Hier hat es auch wieder einer Risch ermittelt. Was denn? Achso, den Verkauf hinten. Warum nicht hinten rein? Ist das Böseholz? Ist das ein Problem? Oder? Du warst Salz. Das war ich, Junge. Was ist denn daran so lustig? Guck dir nochmal die Reihe an. Ja, und weiter. Ja, was ist, wenn der Kunde hier auf den Hof kommt und sieht, das Leis verkauft? Wo ist denn das Problem? Verstehe ich nicht. Nein, lass das. Bleibt so. Na, weil wenn wir 50 Autos im Monat verkaufen, reichen die Schilder halt nicht mehr. Machen wir nicht mehr. Na. Alles verkaufen ist nicht mehr. Wir verkaufen bloß so 40. Nee, so 35 im Schnitt sind es jetzt aktuell. Was okay ist, das schaffen wir gerade so. Weil, sag dir ganz ehrlich, rein weg von der Manpower her, mit den ständigen Kranzleien und Urlaubscheiß. Das Auto muss da an die Straße. Ja, sieht wirklich cool aus. Guck mal, der ist wieder ganz.
Ach Quatsch. Und was haben wir da gemacht? Na hier, repariert. Nichts mehr zu sehen. Apropos, als das passiert ist, ne, damit du mich mal meine Lage, meine Gefühlswelt, damit ihr das vielleicht mal so ein bisschen nachvollziehen könnt. Der Kollege erzählt mir, er wäre nicht ganz auf der Kupplung gewesen, das Ding ist in den Zaun gesprungen. So, das wurde mir so gesagt. Ich vermute mal, ich war nicht ganz auf der Kupplung. Zack, in den Zaun gesprungen, Stoßstange kaputt. Habt ihr gesehen? Beim Anmachen. Beim Anmachen. Wie auch immer. Lassen wir das jetzt mal so im Raum stehen. Das ist die erste Information. Die zweite Information ist, ein paar Stunden später, ich sitze wieder an meinem Arbeitsplatz, mache irgendwas am Computer, sitze im Verkaufsraum. Kommen zwei Kollegen zu mir, die sollten gerade ein Auto wegschaffen und eine Probefahrt machen mit einem verkauften Auto, weil wir ja immer Probefahrten machen mit einem verkauften Auto. Na? Also mittlerweile ist das eine festgeschriebene Route, dass dann nochmal eine Abschlussfahrt gemacht wird über die Autobahn, über Landstraßen, egal. Und dann Federspeicher nochmal gelesen werden. Kommen die zu mir an den Schreibtisch, Enrico, ist was Dummes passiert. Naja, beim Parken, und da haben wir das Auto abgegeben, die sollten noch ein Auto mit wegschaffen, beim Karosseriemann. Da sind wir dann beim Rückwärtsfahren, haben wir die gesehen und da hat es auf jeden Fall einen Knall gemacht und da sind wir dann gegen ein anderes Auto gefahren. Ich so, mit welchem Auto? Mit denen und denen. Ich sag, der ist verkauft, ne? Sag, ist das dolle? Ja, nee, bei unserem Auto ist nicht, aber das andere hat so ein bisschen eine Beule und einen Kratzer. Und wie gesagt, was habt ihr jetzt gemacht? Ja, und der Typ, der den das Auto gehört, und der ist ganz easy und das können wir alles selber reparieren. Ich sage, gut, dann kümmert euch und dann kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Ne? Zweimal am Tag reicht mir dann irgendwie auch. Dann kümmert euch und macht, ne? Also ich raste da nicht aus, ich schreie okay an, also ich bleib da wirklich besonnen, ne? Weil man denkt, ich bin Choleriker und so ein Bullshit. Geh einfach, du hast nichts verstanden. Und sitzt dann so da und denkst so, ja, okay. Ein paar Tage später bin ich bei dem Kollegen, ne? Und da habe ich dann aber auch nochmal hinterfragt, sag mal, Leute, das Auto hat eine Einparkhilfe. Und es hat eine Kamera. Und ihr seid gegen ein parkendes Auto gefahren. Das musst du mir mal erklären. Wie geht das? Du rangierst rückwärts in eine Straße nach hinten, die relativ, ich habe es mir angeguckt, ungefähr 3 Meter breit ist, wenn dort ein parkendes Auto steht. An der Seite. Da stand ja so an der Seite, an der Wand. Da ist so eine Wand, Auto, und die sind dann hier so lang gefahren. Und haben das Ding seitlich getroffen. Da habe ich so gedacht, wie geht das eigentlich mit Einparkhilfe und einer Kamera? Da habe ich schon gedacht für mich, naja gut, das habe ich auch gefragt, die Jungs. Ich sage, da war der unkonzentriert, da war der Kopf einfach nicht an. Da habt ihr den Rückwärtsgang eingelegt, Kurs links, rechts in den Spiegel rein und dann irgendwas gelabert und auf einmal macht das Piep, bumm. Ja, und es war dunkel und dies und das und Ananas. Ich sage, gut, naja gut, dann kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, ist mir jetzt auch egal, dann kümmert euch drum. Am selben Sonntag schreibt mir dann, also es war am Freitag oder Donnerstag, am Sonntag schreibt mir dann der Typ privat. Da frage ich mich erstens, wo kriegt er meine Nummer her? Und zweitens, warum schreibt er mir irgendwelchen Käse zum Sonntagnachmittag? Hat das nie bis Montag Zeit. Obwohl der in ständigem Kontakt mit dem John war. Na, also die haben ja miteinander korrespondiert die ganze Zeit. Ich sage, kümmere dich drum, gib mir dann das Ergebnis, dann leite ich es an meinen Versicherungsmakler weiter und dann kümmert er sich eben drum. Ne? Wobei es ja erst hieß, das wird, können wir so reparieren. Alles gar kein Problem. Als mir dann gesagt wurde, der Kollege, der andere ist Versicherungsmakler, habe ich gesagt, ja, ist klar. Der hat garantiert gesagt. Nee, da hab ich gesagt, na, warte mal auf morgen. Ja, da hat genau. Sich das nämlich alles anders überlegt. Genau. Könnt ihr so reparieren, gar kein Problem. Ist jetzt auch, glaube ich, ein älteres Auto gewesen. Ein alter A6. 4F. 4F habe ich gehört. Ich meine 4F A6. Mit, ich fahre zum Gutachter, der schreibt mir das schön teuer. Und dann genau, tun wir mal die Versicherungen und tun uns alle ein bisschen was teilen. Ja, und ja. So. Und nee. Nee, gut, kann ja jeder machen, was er will. Er hat den Schaden, er kann auch nichts dafür. Und da hat er auch den Anspruch, dass er quasi das reguliert bekommt von mir aus. Ich meine, schlussendlich wäre es natürlich cool gewesen, wir hätten es reparieren dürfen, aber... In dem Fall war es dann eben nicht so, aber dann gehen wir nie zum Wochenende auf den Sack mit der Scheiße. Was hat er geschrieben denn? Na, irgendwie von wegen, gib mir mal die Daten oder irgendwelchen Case, habe ich mich natürlich dann auch noch darum gekümmert, weil ich auch ein bisschen dumm bin, hätte das eigentlich bis Montag warten müssen. Wir haben zu dem gesagt, die kriegt er Montagvormittag. Na? Jetzt mal ohne Mist. Ja. Das schöne Auto steht hier. Hier, das, der sieht unlustig schöner, aus, ne? Ein schöner Farbkleckser steht hier. Das schöne Auto steht hier. Aber diesen Peugeot-Scheißhaus, das müssen wir in die erste Reihe stellen. Na, das sehe ich aber überhaupt nicht so. Wie schon scheiß aus. Das ist auch ein Farbklecks. Das ist die. Du musst nicht immer alles für voll nehmen. Also wenn ich was sage und sie, das muss nicht immer alles für bare Münze nehmen, ja? Das ist Quatsch. Also ich persönlich. Erstens mal steht er schon in Terrakotta vorne. Da müssen wir also hier noch einen zweiten hinstellen. Und ich finde die Reihe jetzt nicht so schlecht. Ja, genau. Da fehlt was, da können wir noch was hinstellen. Das wird doch komplett ignoriert, es wird immer gerade hingestellt. Und guck dir mal an, wo der Tarako steht. Der steht schon, der ist prädestiniert zum in den Zaun reinhüpfen. So. Wie auch immer, der hier, der geht quasi auch schon wieder weg. Ist ein Peugeot Rifter L2. Ist halt quasi ein VW Caddy in lang als Maxi.
aus Frankreich, wenn du so willst. Ne? Ist der nicht schon verkauft? Der ist quasi verkauft, ja. Da war am Samstag immer einer bei mir. Quasi? Der oder? Hat sich das Ding angeguckt. Ja, ne, der hat seine Daten geschickt jetzt und es geht der Kaufvertrag raus. Das ist einer von den 3 von 3. Ne, 3 von 3. Ach so. Der hat seine Daten geschickt, geht der Kaufvertrag raus und dann tauschen wir die Autos aus und dann geht das los. Ne? Mensch, du, guck doch mal, das sieht doch alles scheiße aus. Hier. Hierzu wird es nochmal ein neues Video geben. Da werden wir auch nochmal sicherlich ein paar Sachen im Detail machen und auch nochmal klarstellen. Und der hier liegt leider bei Gericht. Oh, sorry. Mittlerweile, ne? Kunde meldet sich nie, zuckt sich nie. Hast du auch diesmal ziehen wir es durch, geht zum Anwalt, fertig, ne? Und der rote Golf GTI ist auch verkauft übrigens, fällt mir gerade ein. Und der graue, da ist ein Interessent dran, ne? Hm? Aber sag mal, wie hast du denn das hier in Zahlung genommen? Sowas verkauft sich doch nie, oder? Das hier? Ja. Also ich finde, den haben wir in Zahlung genommen mit dem Jeep Grand Cherokee zusammen. Ach so. Und ich finde das lustig. Und wir gucken einfach mal, ob der im Sommer weggeht. Klingt das wenigstens cool? Ja, das klingt ganz cool und fährt auch cool, sagt Julian. Ne? Okay. Bist du ganz das gefahren? Wer ist das andere Auto gefahren? Willi. Oder warst du aber fair, du? Ich sag dir ganz ehrlich, in ein paar Jahren ist das auch so ein gesuchtes Sammlerstück. Wollen wir wetten? Wie unter Kilometer? Den Mini-Enthusiasten. Mini-Enthusiasten. Wie viele Kilometer sicher. Hatten das? 80 oder sowas. 90. 90, 80, 90. Ah ja, genau. Die Werbung wollen wir ja nie machen. Wir wollen eine neue Werbung drehen, wollen das aber in 20 Sekunden halten, sodass du mit dem Skippen durch bist. Du sollst einfach bloß sagen, dass die dir was schicken sollen. Ach so, also wenn du auch so ein schönes Auto zum Verkaufen hast oder so eins da draußen oder so eins dort oder sonst was, bis 90.000 Kilometer, kaufen wir das gerne an. Hier ist die Nummer, bis dann, euren Rico. Tschüss. Oder, hallo, ja. Oder mit Steuer kann es auch ein paar Kilometer mehr sein. Mit Steuer kann es auch mal ein paar Kilometer mehr sein. Oder bei Old and Youngtimer geht das auch. Aber nie 200. Aber wir können keine High-End-Verkaufspreise im Internet. Ne? Wenn du dein Auto eingibst, alle Parameter reinklickst, dann nach ganz unten auf die Seite scrollst und den Preis hätte ich gern, das wird wahrscheinlich nicht. Hm? Ich dachte erst auf die letzte Seite klickst. Achso, auf die Seite 25. Sag mir ganz so, den Preis hätte ich gern. Du kannst noch ein bisschen gerne hier weiter philosophieren. Tschüss Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Genau, du willst jetzt ums Kind kümmern. Genau. Ja. Tschüss. Da hast du auch viel vorgenommen. So lange haben wir ohne? Kannst du mir mal helfen? Dir ist nicht mehr zu helfen. Das hängt nur auf dem Witzel dran. Oder jetzt? Auf dem Witzel? Der steht aber draußen vor der Tür. Ich muss mein Mikrofon leider heute so halten. Oh, nee. Das ist scheiße. Wieso ist denn das scheiße? Darf ist das man nicht das gut? Im Fernsehen? Oder wird das ganz schlecht so monetarisiert? Kann ich so machen. Ja. Besser? Hallo, na? Schrei hier nicht so rum, Mensch. Wir schlafen alle noch. Warum hast du jetzt denselben Pullover an wie ich? Oh, ist das peinlich. Entschuldigung, da laufen aber draußen noch ein paar andere rum. Die haben den Pullover rein zufällig auch. Die stehen noch nie neben mir. Ach so. Mein Hals ist zu fett. Verstehst du? Das klappt nicht. Ich muss es so machen. Oh, nee, bloß dein Hals weg. Uncool. Warum ja, ist denn das jetzt uncool? Ja, weil es die ganze Zeit dann verschieden laut ist. Genau, weil du redest dir auch immer gerne. Dein Mikrofon hängt dir immer gerne hier und du redest dorthin. Ja, ich habe eine Idee. Wir machen es doch einfach so hier. Dann ist doch alles gut. So, also herzlich willkommen in einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Heute hast ist mit Sandy. Hast du schon gesagt? Habe ich? Ich habe mich gar gefreut, dass du nochmal gesagt hast. Hast du dich gefreut? Und die fällt mir wieder ins Wort. Merkst du was? Merkst du was? Hier, Julian, kannst du auch noch was erzählen? Ach so, warte. Was machen wir jetzt? Was Sinnvolles? Ja, weiß ich nicht, was gibt's denn jetzt noch? Er hat doch schon. Nee, wir haben auch schon eine Stunde 7, also eigentlich. Na, dann lass.